Daniela Holzinger-Vogtenhuber von der SPÖ war als Nächste am Wort. Österreich und Tirol befasst, kann als fertiger Fahrplan sowohl für das Bundesministerium als auch für uns hier im Parlament gesehen werden. Dass so mancher österreichische Behördenstruktur ein gewisser Amtsschimmel anheftet, ist natürlich nichts Neues. Aber im Bereich der Schulverwaltung haben wir es wirklich mit einem obstrusen Konstrukt zu tun. Ich werde es mit den Worten des Rechnungshofsberichtes beschreiben. Die Ausgestaltung der Behördenstruktur der Landesschulräte war einzigartig im Verwaltungssystem des Bundes. Die Ausgestaltung der Zuständigkeiten stand einem effizienten Verwaltungshandeln entgegen. Hohe Kostenunterschiede in den Verwaltungsaufwendungen nach Bundesland wurden festgestellt. Und im Rahmen der jährlichen Abrechnungen des Landesschulrates für Oberösterreich kam es zu einseitigen Vertragsabänderungen, nicht gerechtfertigten und zum Teil sogar rechtswidrigen Kostenüberwälzungen an den Bund. Ja, und laut Rechnungshofbericht auch zu einer intransparenten und fahrlässigen Handhabung der Mittel. So wurden Zuwendungen an Bedienstete, Personalaufwand für Dienstwagen und Verfügungsmittel für den amtsführenden Präsidenten Enzenhofer in Oberösterreich als Leistung des Landes für den Bund verrechnet. Und hier möchte ich ansetzen bei Kollegen Elmar Mayer. Hier braucht es unbedingt Konsequenzen, denn Verfügungsmittel, Personalaufwand für Dienstwagen sind keine Bildungsausgaben, sondern die Ausgaben, die wir für Bildung leisten, müssen direkt in den Klassen ankommen. Ja, und die Repräsentationsaufgaben, um an Kollegen Walser anzuschließen, sind in Oberösterreich 3,5 Mal so hoch wie beim selben Kollegen in Tirol. Ja, ich stelle es mir zudem auch wenig amüsant vor, extra von Seiten des Rechnungshofes darauf hinweisen zu müssen, dass Schulbehörden des Bundes so aufgestellt und organisiert sein sollten, dass sie auch Behörden des Bundes sind. Und der politische Einfluss selbstverständlich, wie Sie erwähnt haben, des Landeshauptmannes auf den Landesschulrat ebenfalls weder politisch zweckmäßig noch sparsam ist. Ja, kurz gesagt, was braucht's? Wir müssen die Aufgaben, Ausgaben und Finanzverantwortung in jene Hände legen, in deren Kompetenz sie auch sind. Und deshalb braucht es hier dringend Reformen für höchste Transparenz und Effizienz. Danke. Die Schulverwaltung sei ein obskures Konstrukt, kritisierte Daniela Holzinger-Vogtenhuber von der SPÖ in der gestrigen Nationalratssitzung.